Pfeile für Pistolenarmbrüste gibt es viele. Aber Steambo hat mit der neuen Bolzenserie einen neuen Maßstab gesetzt. Und zwar, es gibt neue Übungspfeile zum Sportschießen. Es gibt auch neue und verbesserte Broadheads für Pistolenarmbrüste und eben besonders für dieses Ding. Und es gibt ganz neue Botkin-Pfeile mit gehärteten Stahl, die doch einiges an Durchschlagskraft haben. Wenn du wissen willst, was die Pfeile können, ob diese Bolzen auch etwas für dich sind, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, das macht mir richtig Spaß. Und zwar die Übungspfeile, die jetzt hier ganz neu am Markt von Steambo sind, die haben einfach eine viel höhere Qualität als das Zeug, das wir bis jetzt kennen. Da werden wir noch drauf eingehen und passen natürlich in die Steambo-Stinger, aber, und das muss man gleich dazu sagen, auch wenn Steambo natürlich für die Steambo-Stinger produziert, auch in andere Pistolenarmbrüste. Und dann jetzt auch verbessert die Broadheads, die roten, das heißt, das sind dann die, die, ich sage jetzt mal, ein bisschen gefährlich sind, und ganz, ganz neu, ja, die Botkins. Passt alles rein und kann man auch mit anderen Pistolenarmbrüsten verwenden. Eine Sache möchte ich gleich einmal vorweg schicken, und zwar, abgesehen davon, dass natürlich das Schießen Spaß macht mit diesem Teil, ist es so, dass jetzt ist der Botkin dran, ja, der schwarze, sind wie gesagt schwarz und du wirst auch gleich an der Farbe erkennen, blau, ja, eh, rot, hui, und schwarz. Ja, wir schauen uns dann nachher gleich die Qualitätsunterschiede an, aber beim Botkin, aufgrund des Gewichts und auch der Verarbeitung, ist das richtig, wir werden dann nachher auf Stahl schießen, ich probiere es gleich einmal. Das macht richtig Spaß. Bevor wir uns die Botkin anschauen und auch die Broadheads und auch Schussübungen auf Blech und Stahl und anderes Material machen, nur ganz kurz noch einmal zu den Daten. Diese neuen Übungspfeile sind einfach qualitativ in einer anderen Liga als das klassische, was wir kennen. Das sind klassische EK-Bolzen, die auch durchaus in Ordnung sind. Die gab es früher auch von Steambo in Blau einfach. Aber das ist jetzt eine neue Liga, ganz einfach. Und zwar, fangen wir mal vom Gewicht an. Wenn ich die beiden in der Hand halte, merke ich gleich einmal, dass die blauen neuen Steambo-Bolzen deutlich schwerer sind. Das ist cool. Das ist mal das eine. Das andere ist die Spitze. Schau mal her. Die ist da so eingenietet. Da siehst du auch immer wieder mal diese... Weißt du, wie die das machen? Kommt in eine Maschine, macht einen Klick. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie genau, aber das wird da eingenietet. Das hier, da ist überhaupt nichts eingenietet. Das dreht sich auch nicht. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie die das machen. Das ist einfach bonzert, wie man bei uns sagt. Also richtig schön robust verarbeitet. Auch die Form der Spitze ist eine komplett andere. Ja, ist einfach eine andere Liga mittlerweile. Das muss man einfach einmal so festhalten. Dann die Befiederung. Das hier ist einfach eine einfache Befiederung. Die ist zwar auch klappbar, also lässt sich auch drücken, aber das merke ich einfach, dass das qualitativ eine komplett andere... Das ist einfach besser gemacht. Muss man einfach so anerkennen. Und das ist bei diesen Übungspfeilen jetzt einfach so der Fall. Und das bedeutet auch beim Schießen, merke ich gleich einmal einen ganz, ganz, ich habe ja schon einiges verschossen damit, ja, bevor ich überhaupt dieses Video jetzt gemacht habe. Und zwar jetzt ist jetzt der goldene, ja, und jetzt der blaue noch dazu. Der fliegt einfach viel kontrollierter. Also, wenn ich es mir aussuchen könnte, ich meine, natürlich, du kannst dir ja auch die goldenen kaufen, wenn du das magst, und mit der Steambo verschießen, wobei ich das, wie gesagt, ich würde gleich auf die Qualität setzen, die auch nicht wirklich teurer ist, nicht merkbar teurer ist, und du wirst ganz einfach viel, viel, viel mehr Spaß damit haben. Und wenn man dann natürlich auch noch mit Wurfarmen schießen, das ist das Standard-Wurfarm hier jetzt, es gibt auch den Pro-Wurfarm, den werden wir dann auch noch gleich ausprobieren. Wenn ich dann noch mit einem stärkeren Wurfarm schieße, dann ist ganz einfach der leichte Pfeil massiv im Nachteil und daher taugt man das natürlich jetzt irrsinnig. Ja, dann schauen wir uns gleich einmal die Botkin-Pfeile an. Schaut euch das einmal an. In schwarz gehalten, ja, in schwarz gehalten. Ja, gehärteter Stahl. Auch da merke ich gleich einmal, dass da einiges an Gewicht ist. Ja. Auch im Vergleich jetzt zu dem bereits schon schweren Übungspfeil ist das noch einmal eine ganz andere Liga. Und wir werden uns das dann nachher in einem Test anschauen. Also die sind richtig
jo, richtig böse. Ja, also Botkin-Pfeile gibt es jetzt auch. So von der qualitativen Verarbeitung her genau dasselbe. Und ich glaube auch, dass die Schäfte genau dasselbe, dieselbe Qualität aufweisen. Natürlich, jetzt, wenn ich jetzt hier hernehme und den Broadhead mir anschaue, dann ist der Head hier an dieser Stelle gekürzt. Aber das ist ganz einfach so. Ist auch logisch von der Verarbeitung her. Aber sonst ist das alles in bester Ordnung. Und ich habe mir auch sagen lassen von Steamboat, dass die Broadheads jetzt auch verbessert sind. Einerseits bei den alten gab es ja zwei Schrauben, jetzt ist es nur mehr eine. Und auch die Klinge ist noch einmal ein besserer Stahl, ein härterer Stahl. Und das bedeutet, dass es ganz einfach noch langlebiger ist und einfach viel mehr Spaß macht, logischerweise. Also gut, das sind jetzt diese drei neuen Systeme. Jetzt habe ich hier schon herumgeschwärmt, jetzt wollen wir endlich einmal testen. Und zwar zu Beginn mag ich gleich einmal den Botkins testen, und zwar das hier ist ein Deckel von einer ungarischen Gulaschkanone, einem Gulaschkessel, und die habe ich gefunden, die ist schon ein bisschen angerostet, die ist schon irgendwie nicht mehr so toll, und da haben wir eh schon mit einigen drauf geschossen, und jetzt möchte ich schauen, ob ich mit dem Botkin da durchkomme, und ich habe dann noch ein paar andere Geschichten vorbereitet, aber zuerst beginnen wir mal mit dem unter Anführungszeichen einfachen. Also ich bin jetzt nicht wirklich weit weg, schieße, bevor ich aufspanne, mit dem Standardbogen, also es ist nicht der Pro-Bogen. Und einfach einmal drauf. Ja, du wirst es gleich sehen. Ja, cool. Also die gehen durch. Ja. Die fahren komplett durch. Ja. Die durchschlagen. Das Teil hier. Jetzt wollen wir noch, ich lasse sie gleich einmal stecken. Jetzt will ich gleich einmal mit den Standardbolzen drauf schießen und schauen, ob ich da auch durchkomme, was ich bezweifle. Aber das schauen wir uns gleich an. Die lassen wir noch stecken. Gleiche Distanz, nur eben die blauen Übungspfeile. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht durchgehen. Aber wer weiß, aber das würde mich jetzt wundern. Na, prallt ab. Prallt ab. Na, prallt ab, geht nicht durch. Sehe ich jetzt schon, aber ich zeig's da. Also da liegt er, der erste, der ist zurückgeprallt. Schaut auch noch in Ordnung aus. Ist jetzt, da muss man nämlich immer schauen, ob die recht verbogen sind, weil es könnte natürlich sein, wenn man auf irgendwelche harten Ziele schießt, dass sie die verbiegen. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall, was ich gut finde, das heißt, den kann man wiederverwenden. Und der andere, ja, der liegt auch da. Der ist auch nicht durchgegangen, aber die Botkins, das pfeift einfach. Also das ist schon... schon eine andere Liga, also für Übungs-, also auf so weiche Schaumstoffmatten überhaupt kein Thema. Aber wenn man mal ein bisschen Rawumsti-Kabumsti haben mag, der Botkin einfach, der Hammer. Aber das ist mir nicht genug an Test, ich will noch mehr. Ich habe mir vor einiger Zeit ja solche Edelstahlteile von Tatanka vorgestellt. Und da habe ich einen Deckel, Edelstahldeckel. Und da habe ich auch das dazugehörige Teil. Und da mag ich jetzt mit den Botkins draufschießen. Was glaubst du, wird das was? Bevor du das Video fertig anschaust, schreib unten einen Kommentar. Edelstahl-Botkin ja oder Edelstahl-Botkin nein? Das würde mich irrsinnig interessieren. Ja, und dazu habe ich diesen Deckel jetzt an meine Zielscheibe angepoppt. Ja, wirst dann eh nachher sehen, wie ich das gemacht habe. Die Distanz bleibt auf jeden Fall die gleiche. Das heißt, das ändert man nicht. Genauso wie auf den Deckel von dem ungarischen Gulaschkessel. Ich bin heute auf kulinarisch, schieße auf kulinarische Werkzeuge. So, dann drehen wir noch ein bisschen rüber und let's go. Ich bin so gespannt. Du auch? Alter! Alter! Ist das super! Nochmal! Oh, ist das super! Oh, das ist nicht erwartet, wirklich nicht. Das ist Musik in meine Ohren, das ist Musik, ja, 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 ja. Cool. La, la, la. Na. Durchgeschossen. Original durchgeschossen, schaut euch das an. Original. So, das ist mit einer Hand. Durchgepötzt. Einfach durchgeschossen. Was beim Deckel geht, okay. Jetzt wollen wir wissen, ob das beim Topf auch geht. Also ich gebe es zu, ich habe das wirklich nicht erwartet. Echt nicht.
dass das da durchfährt. Der Bolzen, das ist durchaus in Ordnung. Das ist ja da ein bisschen zerkratzt, aber ja, das ist ganz einfach so. Die zwei nebeneinander. Okay. Keine Sorge, ich heb das dann nachher auch auf, ja, keine Sorge. Der ist auch in Ordnung, aber genau da halt, wo er ins Metall eingefahren ist und stecken geblieben ist, da ist er halt ein bisschen zerkratzt, ja. Das werden wir überleben. Wichtig, und das habe ich schon einmal gesagt und ich sage es noch einmal, die dürfen halt nicht komplett verbogen sein, denn dann kann es zu Ladehemmungen bei solchen Armbrüsten hier kommen und grundsätzlich da wird der Pfeil oder der Bolzen ausgesondert. Oh ja! Noch einmal, was ist dein Tipp? Komm. Wie nix, durchgeschossen. Ja, das ist cool, das ist wirklich cool. Also auch das, überhaupt kein Problem. Da sind sich die Botkins, haben auch das durchgeschossen. Also irgendwie kann ich mir das jetzt nicht mehr ans Lagerfeuer stellen, weil da wird nichts mehr kochen, wird nichts mehr werden. Aber das war es mir wert, das war es mir wirklich wert. Also ehrlich gesagt, ich hätte das nicht erwartet, dass das funktioniert. Und ich habe nur mit dem klassischen Bogen geschossen, der standardmäßig dabei ist. Wollen wir es auch mit dem Pro-Bogen ausprobieren? Der hat 60% mehr Energie. Ja, ich werde das ganz einfach umbauen. Ja, der Umbau ist fast fertig. Habe jetzt schon den Pro-Bogen eingelegt, muss jetzt nur noch die Sehne dazu einspannen. Also insgesamt ist das eine ziemlich einfache Sache. Und all meine Kunden, also alle, die bei mir kaufen, haben ohnehin Zugriff auf unsere E-Learning-Plattform, die wir auch für unterschiedlichste andere Survival-Ausbildungen, Survival-Trainer-Ausbildung, Krisenüberleben, Kräuterpädagogik verwenden, egal, vollkommen egal, auf jeden Fall auf unsere E-Learning-Plattform. Und da gibt es eine eigene Videoanleitung, wo wir da Schritt für Schritt erklären, wie das funktioniert. Also an alle, die da ein bisschen gehemmt sind, keine Sorge. Da gibt es eine richtige Anleitung dazu von unserer Seite. Aber jetzt. Gut, jetzt ist fast eingespannt. Gut, Sicherung habe ich eh keine eingebaut. Ich schaue nur, ob alles auch gut eingespannt ist. Und yeah. Jetzt noch schnell das Magazin drauf. Dann können wir loslegen. Ja, also Umbau abgeschlossen. Ich habe schon wieder die Edelstahl. Topfkombination Tatonka Pot aufgehängt. Jetzt wollen wir drauf schießen. Mit dem 60% Pro-Bogen. Ich bin gespannt. Wow, okay. Das macht andersherum, ich höre es schon. Also ich sehe es gleich, die haben natürlich genauso durchgeschlagen. Bei denen ist es sogar so, die gehen noch tiefer rein. Ich hoffe, die Kamera, die macht mir momentan ein bisschen Probleme, deswegen ist nicht ganz scharf gewesen jetzt, aber schau mal her, die gehen viel tiefer rein. Also ich wette, wenn da dahinter kein Schaumstoff wäre, würde das einfach komplett durchschlagen. Also die würde einfach durchfahren wie gar nichts. Also das ist schon beachtlich. Gut, werde das jetzt abbauen und einmal auseinandernehmen. Ja, dann schauen wir rein. Also das sind noch immer dieselben Bolzen, die ersten Bolzen, die denen ich geschossen habe, die noch immer, die sind halt zerkratzt. Und jetzt hier natürlich ist die Befiederung, weil es so weit eingebaut war, etwas defekt, aber sie hält noch. Ja, sie ist doch durchaus noch in Ordnung. Zerkratzt, ja, aber auch nicht verbogen oder verwinkelt, gar nichts, alles in Ordnung. Hier genauso. Unpackbar, wirklich absolut unpackbar. Und ja, einfach durchschlagen. Kann es auch durch zwei durch? Dazu werde ich jetzt zwei von diesen Platten aufhängen und draufbringen und dann schießt man da drauf. Also ich schieße jetzt noch immer mit den gleichen Botkins, dass die natürlich auf Dauer so eine Belastung auch nicht aushalten, ist klar. Aber man sieht halt auch,
gehe in meinen Shop, billige Eigenwerbung, wenn du magst, dass der Preis halt ganz einfach gerechtfertigt ist, weil du wirst lange an diesem Bolzen Spaß haben, denn wer ist so verrückt und schießt auf Edelstahlplatten, außer der Reine. Aha. Ja. Okay, was ist jetzt passiert? Der ist drin gesteckt, der ist wieder rausgefallen. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's gar nicht. Also, schau mal her. Der steckt jetzt drin. Der hat beide halb, also die erste ist komplett durchschlagen und bei der zweiten kurz drin steckt. Und das war auch bei dem ersten so. Also der durchschlagt beide, bleibt dann stecken, aber durchschlagt den zweiten sozusagen nicht ganz. Du hast jetzt die Hand zu wenig. Ja, schlechte Kameraführung. Steckt dann da drinnen und dadurch ist das rausgefallen. Jetzt schauen wir uns aber kurz an. Also zwei Stahlplatten komplett durchschlagen, das geht sich nicht aus. Aber soll so sein. Schauen wir uns die Bolzen noch einmal an. Die sind absolut in Ordnung. So, wo ist das zweite hingerollt? Das ist da hinten hergerollt. Schau, genau. Ja, da steckt das dann drin. Ist er noch in Ordnung? Naja, der ist jetzt schon ein bisschen verbogen. Das ist richtig. Aber noch einmal, das ist ja nicht der Standard, dass man Stahlplatten beschießt. Besonders nicht zwei, oder? Ja, das war's jetzt. Also ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die hier sind einfach irrsinnig giftig und auch noch einmal massiv verbessert. Die hier sind als Übungspfeile, diese blauen, sind irrsinnig genial, machen extrem Spaß und du wirst lange Freude daran haben, ganz, ganz klar. Und die Botkins, ja, das ist halt eine eigene Welt, ja. Also das ist wirklich eine eigene Welt, die tatsächlich sehr, 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 sehr viel Spaß macht. Und jetzt, ja, bist du dran. Wenn du eine Stinger hast oder irgendeine andere Pistolenarmbrust und willst solche Teile haben, dann geh in meinen Shop. Und in meinem Shop, da, findest du die gesamte Übersicht von diesen Pfeilen und Bolzen. Und da steht da welche. Ich kann dir nur sagen, dass es irrsinnig Spaß macht, dass es noch einmal echt und die Botkins irrsinnig genial sind. Schau, dass du auch gute Zielscheiben dazu hast, denn eine klassische, also eine ganz feine Zielscheibe, so wie die ich da jetzt, auf die ich jetzt beschieße, die wir auch haben, diese 11, die ist gut für die Übungspfeile, aber mit den Botkins, die ich da jetzt drinnen habe, die gehen da einfach so gut wie durch. Das heißt, da brauchst du auch eine gute Zielscheibe dazu. Die einfach ein bisschen fetter ist, denn schau, wie die da durchfetzen. Ja, also die stehen da hinten einfach raus. Also da musst du einfach zum Beispiel die Stronghold, die wir haben, verwenden, denn sonst wird die ganze Sache etwas unlustig. Aber das war's jetzt wieder. Mir hat es irrsinnig Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Ich gebe dir den Link in meinen Shop, schau dir das an. Liebe Leute von Steambo, ich bin mir sicher, dass ihr das Video auch seht. Daumen nach oben, wie immer, super Arbeit. Hat mir irrsinnig gefreut. Link in meinen Shop findest du natürlich, ist ganz klar. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Was du von den bösen Botkins hältst. Das würde mich irrsinnig interessieren. Das war's jetzt, deine Reini Rossmann. Beste Grüße hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Aldo Labbadé, wo übrigens bei den ganzen Zeltplätzen auch Zielscheiben mit dabei sind. Das heißt, wenn du Bogenschütze bist, ja, oder deine Pistolenarmbrust einschießen willst, ist das eine gute Möglichkeit. Schau vorbei, das lohnt sich. Abo dalassen, da geht's direkt zu mir, zu den Bolzen von der Stinger. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Das hat mich gefreut, deine Reini Rossmann. Bis bald und Botkins Rocks!